ganz herzliches Willkommen zu unserem zweiten und ja leider schon letzten Tagungstag zu Hans Arp und den anderen Meistern des 20. Jahrhunderts. Ich freue mich sehr, Ihnen unseren ersten Referenten des heutigen Tages vorzustellen, nämlich Professor Werner Schnell. Werner Schnell hat 1971 das Staatsexamen für das höhere Lehramt in Kunstpädagogik absolviert und wurde nachfolgend im Fach Kunstgeschichte in Köln mit der Dissertation Der Torso als Problem der modernen Kunst promoviert. 1977 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum Schloss Morsbroich in Leverkusen. 1978 bis 83 war er wissenschaftlicher Assistent an der Technischen Universität in Berlin, wo er sich 1986 mit einer Monographie zu Georg Friedrich Kersting habilitierte. Nach Stationen an den Universitäten in Bamberg, Heidelberg und Göttingen war er von 1989 bis 2009 Professor für Neuere Kunstgeschichte an der Georg-August-Universität in Göttingen. Werner Schnells Forschungen und Publikationen liegen auf den Gebieten der Malerei und Skulptur des 20. und 19. und bis 21. Jahrhunderts mit Schwerpunkt auf Deutschland und Frankreich. Er hat sich intensiv beschäftigt mit Rodin, mit Brancusi, mit Barlach, mit Lehmbruck, mit Giacometti, also tatsächlich mit den großen Namen der Skulptur dieser Zeit. Wir freuen uns jetzt sehr auf einen Vortrag zum Verhältnis von Paul Richer und Jean Arp. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir natürlich eine große Freude, überhaupt mal wieder etwas zu forschen. War auch ein ganz kleiner Teil meiner Dissertation und dann ruhte die Geschichte. Vor allen Dingen freut es mich, hier in diesem Haus reden zu dürfen und bedanke mich vor allen Dingen bei Frau Dr. Teuscher und Frau Dr. Tamaschke für die Hilfe, die Organisation und schlichtweg dann auch die Einladung und diese nette Einführung, wo einem ein ganzes Leben plötzlich entgegenblickt und man Angst hat, dass man damit Erwartungen erweckt, die man nicht erfüllen kann. Jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich hier mit klar komme. Gut. Hans Arp, né à Strasbourg, à son atelier dans l'âge des cavernes, comme ses ancêtres firent la pierre et la discipline la couleur. Il vit à Cro-Magnon l'été, habile à lire dans les lignes du monde, il interroge souvent les rides jurassiques et les froissements du Pliocène, car Hans Arp sait qu'il mourra à l'âge de bronze. So charakterisierte Paul Horemann 1928 Jean Arp, ihn als sehr lebendigen Elsässer in die Vorgeschichte zurückkatapultierend. Eher könnten wir glauben, die Kritik sei 1890 geschrieben, als Paul Richer im Salon seinen Premier Artist ausstellte, indem er in die Plinthe eingravieren präzisierte Arche de la Pierre taillée. Zuvor hatte Emmanuel Frémiet 1872 einen nackten Mann triumphierend tanzend mit dem Kopf eines erlegten Bären dargestellt und auch, nicht zwingend immer als Sieger, 1885 im direkten Kampf, wenn nicht gar als Opfer, in dem Fall eine Frau, 1892. Die Brutalität der Vorzeit brauchte der Flaneur im Salon oder im Jardin des Plantes, wo Richers Skulptur ihren Platz finden sollte, nicht zu fürchten, da aus Gips, Bronze oder Marmor. Rodin situierte 1877 seinen schließlich nach einem lebenden Modell aufgebauten männlichen Akt auch in die Frühzeit, als er ihn schließlich für den Pariser Salon 1877 den Titel L'Arche de Rhin gab, aber in die dem Neolithikum folgende Periode, immerhin 2200 bis 800 vor Christus, stellte. Vom Überlebenskampf wenigstens momentan entkommen und in seinem Tun als Bildschnitzer auch seiner animalischen Nähe, die Frémiet eher betont, zeigt sich Paul Richers Akt.
So, jetzt habe ich Mist gemacht. Wie komme ich jetzt wieder auf das Vollbild? Ja. Bereits Fremier schrieb, da die Einzelfigur keine Milieucharakterisierung erlaubt, in den Sockel von L'Homme à l'Arche de Pierre unter den Titel, um ihn zu authentifizieren, Crâne et Arme d'après des Objets de l'époque. In dieser Wirklichkeitsvergewisserung ging Paul Richer viel weiter, besaß er als promovierter Neurologe hervorragende Kenntnisse menschlicher Anatomie, die er dann seit 1890 in entsprechenden Atlanten herausgab. Schon sein Lehrer Jean-Martin Charcot hatte Richers stupende Beobachtungsgabe und Darstellungsfähigkeit für seine eigenen Vorlesungen und akademischen Demonstrationen genutzt, wobei damals in der Salpêtrière die Hysterie der Hit war, worüber sich die Meinungen etwas geändert hat. Bruyer zeigt in seinen 1887 gemalten und unzählige Male reproduzierten Bild, es hing ein Repo auch über Freuds Sofa in London, eine solche Inszenierung, wo es unklar bleibt, ob er Richer, dessen Zeichnung links an der Wand erkennbar ist, Bilder oder Worte notieren lässt. Bereits 1875 hatte er die Dissertation seines Kommilitonen Marc C. über kardiologische Physiologie illustriert. Sein geschultes, auf medizinische Diagnostik zielendes Auge und von der Ätiologie bedingtes Handeln drängten Richer hinsichtlich der Somatik historisch so präzise wie möglich zu arbeiten. Künstlerisch hatte er sich, soweit ich bislang sehe, weitgehend autodidaktisch ausgebildet, wenngleich er mit Jules Dallou, einem der anerkanntesten Bildhauer der Republik, befreundet war, von ihm porträtiert wurde, später er einer seiner Testamentsvollstrecker wurde, womit ich nur die Nähe andeuten werde. Es ist kein Zufall, dass Richer in den 90er Jahren wie auch Dallou Skulpturen modellierte, die Arbeiter, Bauern wie Athleten in ihren spezifischen Bewegungen zeigen. Richer schuf aber auch Porträtplaketten seiner Medizinerkollegen und Denkmale, zum Beispiel für Pasteur in Chartres. Man mag diese Arbeiten konventionell nennen, aber die Kunstgeschichte beruht weniger auf Revolutionen als auf Konventionen, und mit denen haben wir es uns zu beschäftigen. Jedenfalls entsprach Richer mit seinem Darstellungsrealismus der ästhetischen Staatsnorm der Troisième Republik. Besonders zu würdigen ist aber, dass er Menschen mit neurologischen Defiziten abbildete, wie zum Beispiel links oben die an Parkinson erkrankte ältere Frau. Solche Gipsskulpturen, deren Zeichnungen nach Fotografien vorausgingen, modellierte Richer, um sie als typische Fallbeispiele für seine Vorlesungen einzusetzen. Er hat sie nie im Salon gezeigt. War es jahrhundertelang problemlos gewesen, traditionslegitimierte Kanones zu akzeptieren, konnte man, solange man anthropomorphe Gottesvorstellungen hatte, darauf vertrauen, dass Zeus, Adam oder Christus einen Körper wie ein Zeitgenosse hatte, so man ihm ein besonderes Schönheitspotenzial zumaß, über dessen Geschichtlichkeit man sich natürlich keine Gedanken machte. Eine solche Naivität konnte sich ein Wissenschaftler wie Richer, besonders wenn er das Diorama mit den Cro-Magnon-Mannequins in der Weltausstellung 1889 kannte, noch weniger als Fremier hingeben, wenn es galt, ein Bild eines Menschen zu schaffen, der vor 28.000 Jahren gelebt hatte. 1891, nachdem er die Bronze vom Staat verkauft hatte, lieferte Richer einen umfangreichen Rechenschaftsbericht, der die Leser anhand der Skulptur zugleich für diese im Dunkel versunkene schriftlose Zeit zu interessieren sucht, die sich jeder menschlichen Erfahrung entzieht. Er stützt sie auf die Raison découverte de la science. Neben Artefakten sind das osteologische und vor allem kraniologische Funde, die ihm laut eigener Angabe die jüngsten Publikationen de Quatrefages, Cataillacs und Vernaux lieferten. Die sind alle 1889, 90, also kurz zuvor, erschienen.
Richer nutzte als Parameter für seine Figur den 1867 entdeckten, vor 28.000 Jahren gelebten sogenannten Homme de Cro-Magnon und gewann von ihm aus die Körpergröße für seine Skulptur. Insbesondere orientierte er sich am Schädel, dessen Volumen viel größer gewesen sein als chez les Parisiens modernes. Auf seine ausführlichen physiologischen Charakterisierungen ist hier nicht weiter einzugehen. Kein fassbares Modell aber gab es für die Weichteile, auch wenn Richer als Mediziner aus der Gestalt der Knochen fundierte Rückschlüsse ziehen konnte. Allein aufgrund des ständigen Überlebenskampfes erscheinen laut Richer die Muscles puissantes une constitution athlétique plausibel. Gleichwohl bot sich für den Modelleur ausreichend subjektiver Gestaltungsspielraum. Dessen Dimension wird noch deutlicher, wenn wir an der 2018-19 von Philipp Frösch erstellten 3D-Rekonstruktion die Symptomatik einer Neurofibromatose Typ 1 Morbus Recklinghausen erkennen, dass eine genetische Veränderung, die zu solchen Ausbrüchen der Haut führen, solchen Art Knubbel, wie Sie das, kann ich hiermit auch irgendwie zeigen? Unten? Bin ich zu blöd, so. Hätte üben sollen. Ach, da unten ist er. Nee, das war es wieder nicht. Ja. Mit dem roten Ring zu zeigen. Ach so, wo, da oben ist der so. Wenn Sie mir das Bild eben wieder zurückholen. Ich kann Ihnen ja nicht meine ganzen Bilder jetzt enthüllen. Wie komme ich denn jetzt wieder auf die ganze Seite? Können Sie mir bitte auch noch zeigen, wie ich jetzt wieder zurückkomme? Bitte? Ach so, danke. Ja, die Technik ist immer sehr schwierig. Aber die Kunst ist ja noch schwieriger. Richer ging es aber nicht nur um eine anatomische Rekonstruktion. Er wählte eine momentane Augenblickssituation, in der dieser Mann eine Mammutfigur vorweist, um uns die Ähnlichkeit mit dem Naturvorbild zu demonstrieren, über die er offenbar selbst so begeistert wie erstaunt ist. Denn ihr kleines Format macht aufgrund seiner Handhabbarkeit die Beherrschung des gewaltigen Tieres fassbar, seine magische Funktion wirksam. Im selben Salon 1890 bildete Jérôme Stanagrat in jeder Hinsicht, wenn auch unfreiwillig, eine Kontrafaktur zum Premier-Artist. Hatte Richer hier aufgrund menschlicher Knochenreste eine Rekonstruktion vorgenommen, die nichts mit den wenigen aufgefundenen vorzeitlichen Menschendarstellungen zu tun hatte, was er in seinem Bericht auch betont, so nutzte er mangels ihm noch nicht zugänglicher Tierskulpturen. Ich habe Ihnen ein Beispiel aus Tübingen, das ist später gefunden worden, hier gezeigt, Steingravierungen, von denen er in der Literatur wiederum divergente Umzeichnungen finden konnte und modellierte sie medial notwendig ins Dreidimensionale aus. Bei aller wissenschaftlich basierten Genauigkeit gestand er sich hier künstlerische Freiheit zu, was er auch zumindest hinsichtlich der nicht verblockten Beine zugibt. Die verblüffend naturnahe Darstellung aus der Prähistorie von Tieren mussten für Künstler wie für Publikum des ausgehenden Jahrhunderts faszinierend sein, denn sie erfüllten ihre Erwartungen an Abbildungsgenauigkeit perfekt. Richer, wenn auch nicht als erster, rechnete sie ohne Rückhalt der Kunst zu, weil ihre Produzenten Navirien de la Naivité des Inhabiles ou des Débutantes aufwiesen. Kunst ist hier nicht primitiv als Vorstufe, die man mit Nachsicht betrachten müsste, weil man sie als unvermeidliche Stufe zur Hochkunft nach Kriterien der Renaissance einstuft, sondern ist vor 20.000 Jahren bereits am Ziel. Richer stützt sich ein Urteil von Salomon Reynach, der damals das Antikenmuseum oder das Archäologische Museum in Saint-Germain-en-Laye litt, der dann auch schreibt: Es est un art sincère, primesautier, né pour ainsi dire au contact et sous l'impression immédiate de la nature.
kategorial vergleichbar mit dem am 5. Oktober 1890 enthüllten der Dakar-Denkmal d'Alousse, ist Le Premier Artiste als Künstlerdenkmal zu werten. Aber Richer schuf es nicht für einen Bildhauer, der wie Pygmalion oder Daidalos aus dem griechisch-römischen Mythos eben und seinen skulpturalen Derivaten stammt, sondern aus der frühesten französischen Vorgeschichte, als deren namenloser Stammvater er hiermit geehrt wird. Wir sehen den Künstler am Nullpunkt, unbelastet von aller Bildtradition, in unmittelbarem Kontakt mit der Natur, deren Teil, so mag man glauben, er noch selbst ist. Er dürfte also, so können wir folgern, quasi das unschuldige Auge haben, von dem Ruskin und die Impressionisten träumten. Was sich 1890 als programmatisch, aber als illusionär erwies, konnte am geschichtlichen Nullpunkt der Prähistorie als möglich erscheinen, zumindest im Moment der glückverheißenden Bildproduktion. Im unausweichlichen Überlebenskampf war ein solches unschuldiges Auge tödlich. Richers Le Premier Artiste hätte zum heiligen Bild der nächsten Generation von Künstlern werden können, bedenkt man, dass diese nach der ewig scheinenden normativen Gültigkeit der antiken Renaissancen und ihrer Derivate den Nullpunkt suchten, somit Maler wie Bildhauer wie Schriftsteller auf einen intendierten Primitivismus zielten. Den Rückhalt dafür fanden sie in den Bildern sogenannter primitiver, weil kulturell anders entwickelter Ethnien außerhalb Europas, aber auch in Trivialbildern und Bildern von Kinderhand, eben auch in der Prähistorie. Primitivismus war Programm nicht nur aus ästhetischen, sondern auch aus psychosozialen Gründen, aus der Angst vor einer zunehmenden Entfremdung von der Natur aufgrund der wachsenden, alle Bereiche durchdringenden Rationalität als allein geltendes Organisationsprinzip. Den so geschaffenen technischen und wissenschaftlichen Fortschritt und den ihn stützenden wie nutzenden Kapitalismus sahen viele Künstler als höchst problematisch für die Entwicklung individuellen Glücks und dem Gelingen einer humanen Gesellschaft an, so unterschiedlich ihre politischen Vorstellungen um 1900 waren. Das geht von ganz rechts bis ganz links, wenn Sie es mit solchen Begriffen ausgemessen haben wollen. Diese Haltung teilte Arp spätestens seit der Dada-Zeit sein Leben lang. Er operationalisierte dieses Denken mit sich spontan dem Auge erschließenden, gekurften Flächenformen. Ihre Gestalt und Größenvarianz mindert nicht ihre genuine Ähnlichkeit, auch nicht kontrastierende, homogen aufgetragene Farben. Die Organisation dieser Elementarformen ist ebenso klar von klarer Evidenz, wie sie jeder selbst eigen ist. Sie wirkt so selbstverständlich, als habe der Zufall, auf den sich Arp immer bezog, Regie geführt, nicht ein personaler Produzent, der hier im Werk verschwindet. Diese Bildorganisation ist es gerade, die diesen simplen, aus trivialen Materialien geschnittenen, gesägten, gekordelten, dann gegipsten Formen ihre geheimnisvolle Wirkkraft verleiht. Arp hat sie post opus mit Sinn belegt, der gerade bei diesen Bildentwürfen aber Möglichkeit bleibt. Auffällig ist, dass Arp eine Ovalform häufig als Nabel bezeichnet, und damit im Titel ausgerechnet ein human-animales Ursprungszeichen aufruft, das ebenso transkultural wie transepochal Geltung hat. Arps Nabel ist ein ebenso elementares, evidentes Zeichen wie 1915 Brancusch Nouveau-Nez oder 1920 Le Commencement du Monde. Die elementare Form, die primitiv zu nennen, man wegen ihrer ausgeklügelten Einfachheit nicht zu sagen wagt, steht bedeutungshaft für den Beginn der Ontogenese, ohne jedoch abbildhaft zu sein. Der Bildhauer verstand sie als Essenz von Natur jenseits aller Historisierung. Er legitimierte damit die monomorphe Gestalt in ihrer faszinierenden Präsenz.
dass solche Formen wie Hugo Ball in Bezug auf Arp als Zitat freiwillige Armut der Mittel charakterisierte, primitiv genannt wurden, hing eben an der schon angesprochenen Kanonisierung der antiken Renaissancen als Wertmaßstab für Hochkunst. Insofern ist es für die gesamte Moderne zu beanspruchen und wurde seit den Futuristen immer wieder als Wertsetzung benutzt. Auch Arp soll, wenn wir Claire Goll für die Zürcher Zeit glauben dürfen, sich primitiv genannt haben. Die wirklichkeitsgesätteten Tierbilder, die sogar Gattung, Rasse und Genus unterscheidbar machen auf den Rentier- und Mammutknochen, konnte anders als Richer Arp kaum interessieren. Er teilte jedoch mehrfach, wie nur zu oft zitiert, solcher Kunst die Absage. Die Prähistorie aber bot auch andere, rätselhaftere Zeichen, deren Funktion sich nach 15.000 Jahren nicht entschlüsselt, geschweige denn ihr Code. Christian Servoz berichtet 1829 in den Cahiers d'Art zu Beginn einer Besprechung der Ausstellung Arps bei Guémont, dass Arp ihm den Corpus des Signe Gravé des Monuments Mégalithiques du Morbihan von Xavier de Rosic in Marthe et Saint-Just, Picard, geliehen habe und ihn so über die zahlreichen Fotos damit bekannt gemacht habe. Arp hatte die Megalithe der Bretagne vor Ort gesehen, als er Februar 1929 mit den Delaunays zum Sammler Jean Delaumont nach Nantes und anschließend 3 Wochen nach Carnac in die Bretagne reiste, um im August, September, erneut dorthin zurückzukehren, wovon eine Reihe von Personenfotos Zeugnis geben, wo die Herrschaften aber mehr oder weniger nur in Badekleidung zu sehen ist, also keine Megalithe. Stephanie Polei hat 1978 als erste auf mehrere vorzeitliche Steinritzungen als Anregung, so nennt sie das, und von ihrer Beeinflussung auf Arpsche Collagen und Skulpturen hingewiesen. Festzustellen bleibt aber, dass Arp seine Formen vor einem datierbaren Kontakt mit prähistorischen Markierungen entwickelte. Man sollte nur davon sprechen, dass er in solchen Gravierungen eine Bestätigung seiner auf Form- und Syntaxreduktion setzenden Gestaltung fand, zumal sich in Parataxe auftretende Elementarformen verdammt gleichen. Aber die Publikation von 1927 bietet nicht einfach Fotos dieser am Stein oft nur schwer zu erkennenden Liniengebilden. Diese finden sich völlig isoliert, aber auf zwischengeschossenen, die Fotos deckenden Transparentpapier als autonome Zeichnungen. Gerade aber die mussten es sein, die erst recht Arps Begeisterung auslösten, wenn sie plötzlich eine jahrtausendalte andere Genealogie eröffneten für seine konkrete Kunst. Diese lag vor aller Kunstgeschichte, die er 1942 ausgerechnet in den Kavernen beginnen lässt und da wohl an Altamira denkend oder Lascaux, was 2 Jahre vorher entdeckt war, und gegen deren weitere Entwicklung zum perfekten Abbild sich vehement wehrte. Wenn er um 1930 beim Wechsel zur Vollskulptur ausgerechnet einen Torso schuf, blieb er bei seinen Elementarformen, konzentrierte sich bereits 1915 bei seinem gleichnamigen Holzrelief auf das geschlossene Kernvolumen des menschlichen Körpers. Diese Kunstform hatte vielen Bildhauern seit Rodin die Möglichkeit, ohne Verzicht auf Abbildlichkeit gegeben, die höchstmögliche skulpturale Geschlossenheit zu erreichen. Kann man bei Arps Torso noch die Grundform als abgetrennte Schenkel interpretieren, über die sich die Figur aufbaut, so rundete er 1931 die Protuberanzen ab, die wir aufgrund der Vertikalorientierung oder Montierung als Stümpfe von Gliedmaßen zu interpretieren bereit sind. Er lässt, wie bei den schwebenden Reliefformen, alle Kurvaturen auf das plastische Zentrum zurücklaufen, selbst den massiven Gips die Schwerkraft leugnen. Und selbst die unteren Volumina sind noch allansichtig. Stärkeren Bodenbezug, wenn auch nicht
lastend wirkend, gibt Arp dem Torse Priada mit, 1938, wo in der meistens publizierten Ansicht die aus drei übereinanderliegenden Wülsten aufgebaute Skulptur den oberen im abgerundeten Formen auswachsen lässt. Sie mögen uns aufgrund der Vertikalpositionierung als Armstümpfe, an Armstümpfe erinnern, obwohl ein Halsansatz wie bei der Skulptur von 1931 partout nicht auszumachen ist. Wenn uns Arp mit den Titeln nicht ein Sinnangebot machen würde, müsste man die Skulptur keineswegs anthropomorph verstehen. Dass sich ihr Aufbau in irgendeiner Form der Rezeption prähistorischer Frauenfiguren verdankt, die in den Arp vertrauten Kajida 1930 von Mühlenstein publiziert wurden, also die Venus von Lesbüge, ist nicht zwingend. Die Volumenbetonung reicht als Kriterium nicht aus. Syntax, Epoche und Funktion schaffen die Differenzen. Wichtig ist hier aber trotzdem, dass Arp das Epitheton Präadamit setzt, das auf ein Buch Isaac de Pereres von 1655 zurückgeht, aber auch in der damals zeitgenössischen französischen Alterssprache für sehr alt zu Arps Zeit benutzt wurde. Arp wirft seine Skulptur so in die Vorzeit, wenn Sie so wollen, sogar noch ins Prä-Cro-Magnon und bringt den damit aufgerufenen, noch gestaltsuchenden Menschen der biologischen, animalischen wie vegetativen Natur so nah wie nur denkbar, vor allem nicht durch den bösen Blick des Intellekts und die verderbliche Rationalität getrennt. Folgerichtig charakterisierte Arp auch 1938 eine andere Skulptur links oben als präadamitisch. Man könnte den gespannten Bogen mit den auswachsenden Zipfeln durchaus als Torso benannt akzeptieren. Für Arp war sie 1938 früh präadamit. Ob früh de Legume oder humain, lässt Arp ganz im Sinne seiner ersehnten Naturalisierung des längst am Intellekt krankenden Menschen offen. Wer wollte da noch behaupten, der Mensch stehe über der vegetativen Natur? Ich beziehe mich auf die Tagebucheintragung von 1931. 1942 und 1945 nannte er bezeichnenderweise konzentrische, unregelmäßige Ovale, also Nabel, wenn Sie so wollen, präadamitische Formen, oder noch 1964 spricht er von der Poupée präadamit unten. Wie wir hörten, hatte Horemann, ein Musiker aus dem belgischen Surrealistenkreis, bereits 1928 auf den Hintergrund der Ausstellung in der Galerie L'Epoque in Brüssel, wo unter anderem Plastron et Cravat 1927 unter La Planche aux œufs 1922 zu sehen waren, in die Prähistorie angesiedelt, obwohl dort kein Titel das rechtfertigte. Im November lobte Hubert Croxley Adams Dessin. Sie hätten la pureté qu'on voit à ceux des cavernes préhistoriques. Wobei Dessin natürlich nicht die Zeichnung als solche ist, sondern überhaupt der Umriss. Das ist ja ein sehr offener Begriff, kunsthistorisch entsprechend konnotiert. Arp fürchte, so paraphrasiert er ihn offenbar, dass sein intendierter Reduktionismus mit den Zeichen der Vorzeitmenschen verwechselt würde. Carola Gideon-Welker, die Arp 1924 über Morley Nautsch kennenlernte und der entscheidend für ihre Auseinandersetzung mit moderner Skulptur er wurde, charakterisierte seinem Innern des rechten Flügels des Palais de Lobette mit Sophie Teuber-Arp und Theo van Doesburg geschaffene Wandgestaltung als moderne prähistorische Höhle. 1928 sprach van Doesburg als Mitautor von Conception Préformiste, was Carola Gideon-Welker in Moderne Plastik 1937, an dem Arp ja wesentlich mitgewirkt hatte, dessen Form generell als prämorphe Gebilde bezeichnete. In ihrer ersten Auflage über Arp sind sie 1930 magische Dingzeichen wie reine eingeborene optische Urformen.
Eingeborenes entweder religiös konnotiert, Unigenitus entsprechend, oder aber ethnologisch, wofür man heute derzeit korrekter nur noch indigen gebraucht. Das Bild von der prähistorischen Höhle setzt sie erst 1957 ein. Aber ihr Interesse für die in den Steinsetzungen der Bretagne anschauliche Frühgeschichte hatte James Joyce geweckt und veranlasste sie 1934, wir haben das gestern schon gehört, zu einer Reise um Allée dans les Pierres zu gehen, und zwar mit den Manielis Yvonne und Christian Servoz. Dieser bekam 1929 von Arp, wie wir hörten, den Hinweis auf das Buch Les Rusiques, und sie lernte ihn auch noch kennen und stützte sich 1938 auf seine Forschungen in ihrem mit seinen und eigenen Fotos illustrierten Aufsatz zu den Steinsetzungen in Transition. Oben sehen Sie ein Foto von Carola Gideon-Welker und darunter ein Foto von Les Rusiques. 1937 aber schließt sie die Bildfolge nicht nur mit zwei Fotos aus dem Morbihan, sondern durchsetzt die Bildfolge der Skulpturen Arps mit einem Foto der sogenannten 25.000 Jahre alten, 1922 entdeckten Venus von Lesbuge. In der Ausgabe von 1955 ist sie um die Rückenansicht erweitert, um die Folge der Arps-Skulpturen einzuleiten. Diese wiederum konfrontiert Carola Gideon-Welker auf den Doppelseiten mit geschichtslosen Naturaufnahmen. Klüger könnte man allein durch das Bild Arps organoiden Elementarismus kaum anschaulich machen. Skulpturen zu schaffen, die wie Natur ausschauen, obwohl von Menschen geformt, deren Subjektivität aber in der Anonymität aufgehoben, ja gelöscht erscheint, wie die des neolithischen Menschen, den uns Richer rekonstruierte. Als Urform, so der immer wieder verwendete Begriff für Arps-Skulpturen, behaupten sie, das Potenzial aller Evolution und Spezifizierungen zu tragen. Sie entziehen sich jedem Vorwurf, keine erkennbare Abbildungsfunktion zu haben, und sind aufgrund ihrer bis in das Neolithikum reichenden Genealogie fraglos, zudem jeder Kultur und Zeit enthoben. Und da Meniere niemanden allein durch ihre Größe unberührt lassen, der Code der abstrakten Steingravierung trotz vieler Bemühungen unlösbar ist, kann man auch Arps-Skulpturen jenseits ihrer dekorativen Schönheit als Semaphoren verstehen, wovon Arps selbst ja überzeugt war, wenn er sagte, ich zitiere, jede dieser Körper hat einen geistigen Inhalt, aber erst nach vollendeter Arbeit deute und benenne ich ihn, Zitat Ende. Glaubt man angesichts der Überschrift L'Enfant's Neolithique, die Karl Einstein für einen auf Arps Werk beziehenden 1931 in Document erschienenen Artikel wählte, der Autor würde in irgendeiner Form auf Megalithe Bezug nehmen, täuscht man sich. Arps Reliefs und Collagen, von denen er 8 reproduzieren lässt, rufen bei ihm Kindheitserinnerungen von der Länge einer Druckseite wach, an Dambedeis und an Spiele, in denen er und seine Kameraden sich zu Mitgliedern barbarischer, unkultivierter Stämme verwandelten, gar zu Kannibalen. Hier nimmt er den Begriff von Michel Leris auf, in 3 Heften zuvor, auch auf Arp bezogen. Folgert er dann, zitiere, nous vivons dans un village nègre, darf man nicht mehr sagen, um später etwas noch konventionell, nach konventionellerem Muster außereuropäische Kulturen und europäische Frühgeschichte parallel setzend, ein bekanntes Muster, und resümiert, nous marchions de la préhistoire et habitions dans des cavernes. Les enfants vivaient alors à l'âge néolithique. Dambedeis sind anthropomorphe oder halbmondförmige Gebilde, die zwischen Advent und Neujahr an Kinder verteilt werden und in anderen Gegenden Stutenkerl, Weckmann, Weckbilder und Krampus heißen. Die Karlsruher Bäckerindustrie hat mir bestätigt, der Begriff wird noch gebraucht. Ich habe eine sehr gute 98-jährige Bekannte, die mir auch diesen Begriff eben als noch gängig für Karlsruhe in Frankreich verstand. Natürlich kein Mensch, also was Dambedeis sind. Aber er sagte dann also Gâteau Sucre und sowas, versucht das ein bisschen zu erläutern. Aber hier scheint mir die Form eben das Interessante zu sein. Einstein hat zwar erkannt, dass Arp la manie de l'oval besessen habe,
und bekrittelt aber als Bewunderer der Kubisten die offenen Kompositionen der isoliert eingesetzten, sich verselbstständigen Formelemente, um dann, völlig Arps Ansatz verfehlen zu behaupten, Arps attache anxieusement au thème précise des objets. Einstein widersteht der Versuchung des im Titel aufgerufenen Sinns nicht und folgert daraus Bezüge, die absolut nichts mit Arp zu tun haben. Einstein sieht Arp tatsächlich, aber sich selber darin projizierend, was die Forschung schon offengelegt hat, um den vergessenen Dämonen und den Glücksmomenten wie den Dumbledore seiner Kindheit eben hypnotisiert zu sein. Hypnose ist ein Begriff, den Einstein für die künstlerische Produktion immer wieder verwendet. Neolithikum bedeutet für Einstein nicht geschichtliche Frühzeit, sondern einfach alt, wie er in seinem autobiografisch fundierten und publizierten gebliebenen Roman Bebokin II von einem paläolithischen Sonntag schreibt. Einstein wendet dieses steinzeitliche Epitheta, da er nirgendwo konkret wird, nur an, um für Arps Reduktion des auf hoch elaborierte Abbildungsgenauigkeit zielenden Darstellungscode auf eine elementare Form in einfacher Syntax ein sich selbst erklärendes Muster zu finden, das Jahrtausende zusammenprallen lässt. So schließt er offenbar einer Kulturzyklentheorie folgend 1930, drei Hefte zuvor, den Artikel über die Ausstellung von Mirots Collagen in der Galerie Pierre mit dem Satz: Simplicité préhistorique en divin plus en plus archaïque, la fin rejoint le commencement. Man sollte an die in den 20er Jahren aktuelle Partizipationsvorstellung Levi Brühls denken, nach der es für die Welterfahrung von primitiven Völkern, wie zum Beispiel Animismus, und sehen Sie in diesem Moment von dem fundierten Rassismus ab, grundlegend sei, dass die Grenze zwischen Subjekt und Objekt als fließend verstanden werden müsse. Jean Piaget übernahm 1927 diese These für seine entwicklungspsychologischen Studien von Kindern. Einstein illustriert sie, könnte man knapp folgern. Wenn Ontogenese und Phylogenese wieder parallel gesetzt werden, dann erscheint hier eine Welt auf, die nicht von Logik und Ökonomie durchrationalisiert ist. Gegen deren negative Folgen stellte Arp sein gesamtes Schaffen mit seinen Gedichten, seinen Reliefs, seinen Skulpturen und seinen Äußerungen zur Kunst. Und da hätte er sich auch mit Einstein treffen können, der seinen Text weniger auf das Neolithikum setzt als auf l'enfance. Und da ist er wieder auf einer Ebene mit verschiedenen Künstlern, die sich auf Kinderzeichnungen beziehen. Das konnte ich jetzt eben Ihnen nicht vorstellen. Ich zeige Ihnen hier aus der populären Kunstgeschichte, um das nur kurz anzudeuten, die Kurzfassung dieses Artikels reduziert um diese Kindheitserinnerungen. Und auch hier können Sie noch sehen, dass Herr Arp insofern eben schätzt, dass er ihn mit 5 oder 6 Reproduktionen in diesen wichtigen Band einsetzt, aber zugleich dann im nächsten Jahr 34 auch eine erhebliche Distanz zur Abstraktion generell und zum konkreten Kunstwerk einnimmt. Das ist aber jetzt für uns, glaube ich, nicht so furchtbar interessant. Richer versucht, wie heutige Experimentalarchäologen auf wissenschaftlicher Grundlage aus kranialen wie postkranialen Teilen einen Cro-Magnon-Menschen zu rekonstruieren. Er ließ ihn aber verblüfft, wie weit er einen Stein oder ein Stück Holz einem Mammut, das ihn bedrohte, wie ernährte, ähnlich machen konnte, lässt ihn Gefühle zeigen, die jeder Flaneur im Jardin des Plantes teilen konnte. Die Skulptur, die seit 1891 in der Öffentlichkeit stehend, konnte aber nicht nur als historisches Lehrstück, sondern als solches auch als Gegenentwurf zur sich zunehmend industrialisierenden Gegenwart verstanden werden. Im alles durchdringenden Rationalismus sah Arp ein lebensfeindliches Übel, gegen das er immer wieder mit seinen einfachen gekurften Flächenformen, die er parataktisch wie zugefallen oder wie eine Schrift auf einer Fläche verteilte, antrat und sich durch die prähistorische Meniere und ihren Markierungen in seinem Elementarismus bestätigt fühlen konnte, nicht mehr. Sie zeugen zudem von einer Welt, wo Arps Frage, sind die Sterne nicht fühlende Geschöpfe wie wir, nicht als rhetorische Poetik angesehen wurde. Prähistorie war nicht für ihn mit Brutalität und Entbehrung verbunden, sondern für Arp eher rückwärtsgewandte Utopie.
Damit ist der Begriff Präadamit konnotiert. Lesen wir doch 1939 bei Paul Morand über die Glücksversprechen vor einer Reise. Ich zitiere: Cette liberté d'esprit, cette enfance retrouvée, ce bonheur inavouable qui donne des voyages, font de vous l'être léger, indépendant, simplifié, pré-adamique, que les difficultés et les fatigues de la vie moderne avaient dissous. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Schnell, für diesen aufregenden Vortrag. Mich hat sehr beeindruckt, wie Sie die Skulpturen von Arp in Verhältnis gesetzt haben zu prähistorischen Funden, zu den weiblichen Körpern, die man dort in Stein umgesetzt gefunden hat. Und für mich hat sich daraus auch im Verhältnis zu Richer die Frage ergeben, ob man Arp eigentlich einen Realisten nennen könnte. Jemand, der eben eine Form auf ihren Kern zurückführt, nicht so sehr neue Symbole schafft, sondern eine, ich will eben das Wort Abstraktion vermeiden, eher eine Präzisierung einer Realität schafft. Also wir haben es gestern schon im Verhältnis zu Rodin gesehen, wo auf einmal die Umsetzung eines figurativen Körpers in eine weichere Form, in eine Bewegtheit, auf einmal sehr viel über eine menschliche Bewegung sagt. Oder im Verhältnis die Fotos von Gideon Welker und die Skulpturen von Arp und hier jetzt diese weiblichen Steinfunde, also die Steinfunde weiblicher Formen. Ich habe gedacht, ist das nicht vielleicht viel realistischer als das, was Richer versucht hat? Ich meine, seine Skulptur eines ersten Künstlers scheint ja die Arbeit eines Fantasten zu sein, der eine kindliche Vorstellung eines ersten Menschen hat, der einen Elefanten formt. Ist Arp näher an der Realität als jemand wie Richer? Ja, was ist Realität? Nein, also dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich denke, dass bei Richer überhaupt nichts kindlich ist. Nicht? Da ist jeder Knochen ausgemessen, da ist also jedes Verhältnis von Knochen und nicht mehr auffindbaren Muskeln ist eben überprüft und dann zur Grundlage dieses Werkes gemacht worden. Es ist also das, was ich eben Experimentalarchäologie, wo ich das heute mit vergleiche, wo eben die archäologischen Kollegen sich ganz an die Materialien der Steinzeit halten, wie konnte man dort diese Meniere überhaupt bewegen und dann eben Baumstämme fällen und so weiter. Ein ähnlicher Weg war das mit seinen Mitteln damals, war das bei Richer. Also da würde ich also ganz stark abwehren, dass da irgendetwas von Naivität oder einer Erinnerung, wie das wohl hätte sein können, drin sein könnte. Was ich betont habe, ist, dass man Empfindungen nicht ausgraben kann und dass infolgedessen also die Psychologie im Grunde als eine anthropologische Konstante genommen wird, weil er auch nichts anderes zur Verfügung hat. Und er hatte eben dieses Erstaunen beim Erschaffen, was Pygmalion eben auch hatte, und Falconet macht das eben in anderer Form. Dieses Erstaunen hat er zum Thema genommen. Es ist also im Grunde auch ein autoreflexives Denkmal. Deshalb habe ich den Vergleich mit der Luz de la Croix gezogen, die an sich formal ja nichts miteinander zu tun haben. Aber im Status ist das so. Und wenn Sie jetzt auf die konkrete Skulptur, nennen wir sie konkret, denn Abstraktion hat immer impliziert, dass es von einem Naturvorbild abgeleitet ist, infolgedessen immer den Rückbezug auf eine konkrete phänomenologische Wirklichkeit hat. Das wollte Arp nicht und Brancusi hat auch eben das begründet, er schafft die Essence von Geburt oder was auch immer. Das kann kein Mensch überprüfen, sondern ist natürlich eine Deklaration, der wir folgen können, wenn wir uns auf den Künstler einlassen. Oder eben wir sagen, naja, also es bleibt nun mal ein Marmorstück. Ne? Das ist aber bei jedem Kunstwerk so. Und ich setze die einfach gegeneinander oder irgendwie zu werten, weil es für mich ganz unterschiedliche Formen mit dieser Bezug zum Préhistoire sind.
Und mehr wollt ihr. Es geht mir nicht um irgendeine Beeinflussung, es geht mir nicht um eine Abwertung, überhaupt nicht. Dass Arp natürlich aufgrund seiner Äußerungen zur abbildhaften Skulptur den Richer schrecklich gefunden hätte, das ist mir völlig klar. Nicht? Und deshalb fand ich das auch so interessant, über diese Brücke eben da eine Beziehung zu sehen. Und da, also mit dem Realitätsbegriff, glaube ich, kommen wir nicht in der Kunst so viel weiter, weil es immer eine Relativität ist, abhängig von dem Zeitcode und den Möglichkeiten der Abbildungsgenauigkeit. Deshalb habe ich immer wieder eingeführt die Renaissance, die eben einen hohen Standard von Abbildungsgenauigkeit und natürlich auch Idealisierung eben vorgaben. Und danach maß man bis eben weit in die Abstraktion hinein den Wert eines Bildes. Das ist aber nur eine Möglichkeit, um ein Bild zu schaffen. Das haben wir natürlich jetzt als Nachgeborene leichter gelernt. Mhm. Ja. Ja, ich würde da ganz Ihnen folgen, weil mich hat das total erinnert an die moderne Forensik, in der man das ja verwendet, genau dieses Verfahren, was ich das eben sah. Da kam mir dieses Bild ist auch vor wie ein in der, sozusagen in der Frühzeit der Forensik angewandtes Verfahren. Mhm, genau. Ja, und diese 3D-Simulation, die beruht eben auf Forschungen von Chevalier, ich glaube Universität Versailles, oder ich weiß jetzt nicht so genau, der das eben aufgrund auch der genaueren Knochenuntersuchung und was man alles heute technisch machen kann, auch diesen genetischen Schaden festgestellt hat. Auf dem Knochen konnte man ja so eine gewisse Vertiefung sehen. Ich kenne nicht genau so die Entwicklung eines solchen Krankheitsphänomens. Ich fand das nur so verblüffend, weil man dadurch wieder einen Maßstab hat, wie noch mehr Realität eben gegeben sein kann. Nicht? Realistisch ist eben ein absolut relativer Begriff und deshalb fast nicht zu gebrauchen oder zu definieren. Aber Abstraktion ist genau das gleiche Problem. Wir haben es mit den kunstgeschichtlichen Begriffen immer etwas schwierig. Präzise sind die leider nicht. Wir arbeiten ja immer mit Metaphern, die so genau wie möglich sein müssen, aber nie das Kunstwerk wirklich einholen. Das ist unser Schicksal. Ich habe noch eine Frage. Grundsätzlich, in Ihrem Titel erwähnen Sie ja noch diesen Ähnlichkeitsbegriff. Also der Titel heißt ähnlich, obwohl offensichtlich unähnlich. Ist das denn etwas, also den haben Sie jetzt gar nicht in dem Sinne groß erörtert, ist der Ähnlichkeitsbegriff denn etwas, wo Sie sagen würden, dass das Richer und Arp verbindet oder eben nicht verbindet? Und konkret gefragt, wo gibt es eine Verbindung? Also weiß man, ob er sich für Richer interessiert hat oder... Nein. Okay. Da hat sich überhaupt keiner bislang für interessiert. Doch eine englische Kollegin, also ich will nicht ungerecht sein. Nein, also der Ähnlichkeitsbegriff, wenn Sie Nelson Goodman lesen, da wehrt er sich ja vor allen Dingen, wenn es auf die phänomenologischen Ebene im Verhältnis der Abbildlichkeit geht. Mir ging es darum, dass dieser Prähistorienbezug, dass da eben die Ähnlichkeit liegt, also gar nicht auf dem, deshalb habe ich ja auch gesagt, aber unähnlich, eben nicht in der Form des Kunstwerks, sondern in einem sehr vergleichbaren Bezug auf die Prähistorie mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielsetzungen. Und das wollte ich eben polar gegeneinander setzen. Sie haben natürlich recht, dass ich den Begriff nicht eigens erörtert habe, da gebe ich Ihnen voll zu. Gibt es weitere Fragen? Gut. Vielen Dank. Danke. Herr Schnell. Danke.